Ja, hallo vom Zentrum für Yoga. Auch von der Banane hinten, liebe Grüße. Ja, warum ist die Banane krumm? Keine Ahnung, ist halt so. Warum hat der Mensch keine Wahl? Keine Ahnung, ist das überhaupt so? Hat man die Wahl? Hat man keine Wahl? Nun, es ist gar nicht zu beantworten, sage ich mal. Denn zum einen haben wir das Karma. Das heißt, gewisse Dinge kommen auf uns zu. Wir haben einen gewissen Charakter, wir haben gewisse Glaubenssätze und so handelt man entsprechend auch. So nach dem Motto, ganz unbewusst, ich habe keine andere Wahl oder so ist es richtig, nur so geht es. Oder genau das muss ich jetzt tun. Aber die Frage, wer entscheidet das? Oder wer trifft diese Wahl, diese Aussage, diese Ansicht, diese Meinung? Nun, das bin, wenn ich es auf mich beziehe, bin das Ich. Und das Ich ist ja ein Gedankenkonstrukt. Und das hat man irgendwo gelernt. Und somit ist man immer durch das Denken geprägt. Das Ich ist immer geprägt. Denn wenn man nicht denken würde, gäbe es kein Ich. Es ist uns nicht bewusst. Und so gibt es Dinge, wo wir Wahl haben, wo wir keine Wahl haben. In einem Video, wo ich mal gesehen habe, ging es um Verkaufsstrategien. Der Moderator sagte dann, über 90%. Nein, über 95% oder noch mehr, ich weiß nicht mehr genau, hat der Mensch keinen freien Willen, keine freie Wahl, weil er von innen raus, aus seinen Glaubenssätzen, Denkmustern, Sichtweisen, Charaktereigenschaften und so weiter, was es da alles gibt, eben sich entscheidet, einen Ferrari zu kaufen oder einen BMW oder eine Ente. Ja. Man könnte sich alles kaufen, sagen wir, wenn man Geld hat natürlich. Aber warum gerade entscheidet man sich für dieses, jenes, welches Auto beispielsweise? Ist es eine freie Entscheidung? Nein, ich denke nicht. Und so ist es im Yoga zum Beispiel die Aufgabe, eben diese Wahlmöglichkeiten sich zu eröffnen. Dass man sagt, ich kaufe mir dieses oder jenes, unabhängig von irgendwas, aber selbst das kann man nicht auseinanderklamüstern. Was denke ich dann wieder auf einer anderen Ebene, einer anderen Schiene? Ja, das ist nicht einfach. Und im Yoga versucht man eben nicht zu viel zu denken. Und dann läuft es von alleine, dann entscheidet irgendetwas von innen raus. Und nicht dieses aufgebaute Ich, das Denk. Organ, Denkmännchen oder Frauchen, was dann denkt, ah, ich kaufe mir dies, kaufe mir das, kann ja frei entscheiden. Ja, aber so frei ist das nicht wirklich, weil man eben, wie gesagt, ja auch bestimmte Meinungen hat, warum kaufe ich mir vielleicht dieses Kleid, jenes Kleid, also ich jetzt kaufe jetzt kein Kleid, aber jemand anders vielleicht. Warum genau das? Ist es eine Wahl oder ist es ein Denkmuster? Und das ist gar nicht so einfach. Und in manchen Bereichen, so Kinesiologie zum Beispiel, da hat man dann irgendwelche Muskeltests gemacht, Balancen, so mit dem Hintergrund, wieder eine Wahl zu bekommen. Ich könnte es so machen oder ich könnte es anders machen. Und vielfach im Leben hat man ja das Gefühl, es geht nicht anders, ich kann nur so oder ich muss jetzt den ganzen Tag arbeiten, ich bin ja selbstständig und dann sagt ein Therapeut, weil man psychisch am Ende ist, sie müssen sich mehr ausruhen, weniger arbeiten. Ja, aber ich muss ja, ich muss ja. Ja, dann sagt er, ja, sie haben ja recht, ich muss weniger arbeiten, ich mache das jetzt. Aber dann kommt irgend so ein Trigger, ein Knöpfchen und dann geht es weiter. Ah, ich muss arbeiten, ah, jetzt habe ich kein Geld, ah, jetzt muss ich wieder arbeiten. Wenn ich nicht da bin, dann läuft das Ding nicht. Wer macht denn meine Arbeit und so weiter? Ja. Gar nicht so einfach mit
der Wahl. Wir sind ja alle geprägt. Wir können gar nichts tun. Und je mehr man sich befreit von seinen Schlacken, karmischen Mustern, Ich-Denkstrukturen, desto mehr kann man dann wirklich frei entscheiden oder von seinem inneren Wesen, göttlichen Wesen heraus entscheiden, was man tut. Das Universum bietet ja viele Optionen. Doch der Mensch in seinem begrenzten Denken, selbst wenn er denkt, ich habe eine Wahl, es ist immer noch so winzig. Und diese Wahl ist dann eben auch von den inneren Mustern, einmal vom Bewusstsein her geprägt und gleichzeitig von meinem Karma, von meinen unterbewussten Dingen, die raufkommen. Und dann hat man so einen Karma-Denkmischmasch. Und da hat man meistens eben nicht eine wirkliche Wahl. Denn das Leben, wenn man hier richtig Yoga praktiziert und das über längere Zeit, merkt man, ich bin ja ganz anders. Ich will ja so viele Dinge gar nicht mehr so, wie ich es eigentlich gedacht hatte. Manche Berufe machen keinen Spaß mehr, keine Freude. Manche Freunde bringen nichts mehr. Also im Sinne, kein Draht mehr. Nicht im Sinne des Ausnutzens. Und sich durch diesen Wust des, upsala, dieses, ja, hab die Wahl, hab keine Wahl, sich da durchzuwurschteln, das ist ein Riesenprozess. Und da gilt es einfach, sich von innen zu reinigen, mit Yoga zum Beispiel, um entsprechend so einmal das Denken runterzufahren und zum anderen karmische Prozesse sowie rauszusäubern. Und dann offenbart sich einem das Leben und eben auch die Wahlmöglichkeiten. Was ist mein Weg? Und dann wählt man vielleicht gar nicht mehr, weil der Weg schon da ist, weil man genau weiß, das ist der richtige Weg. Muss sich nicht mehr entscheiden, sondern man geht einfach voran, gibt sein Bestes und dann ist man da. Ja. Und so ist das Leben oft mühsam, eben wenn man in diesem Alltagstrott drinsteckt und denkt, ich habe keine Wahl, ich muss früh aufstehen, muss auf die Arbeit, muss dies machen, muss jenes machen, muss bügeln, muss Wäsche waschen, muss, man muss funktionieren. Und so manövriert man sich dann immer in einen Leben hinein, wo man einfach so To-Do-Liste und so einen strukturierten Ablauf hat und dann keine Wahl mehr hat, keine Zeit mehr hat. Und wie gesagt, wenn man an sich arbeitet, Yoga praktiziert, dann hat man plötzlich mehr Öffnung im Herzen, mehr Durchblick, was gibt es denn alles überhaupt? Oder die Optionen, die ich mir immer gestellt habe, die brauche ich ja gar nicht. Ja, ich muss unbedingt das und das lernen, das und das wissen, das und das Buch lesen, damit ich erleuchtet bin. Und dann denkt man, boah, ich kann so viel wählen, ich kann das machen, das machen, das machen. Dann hat man vielleicht fünf Dinge. Und im Laufe der Jahre merkt man vielleicht durch die Yoga-Praxis, das war alles für die Hasen. Also ist natürlich alles der Weg, aber schlussendlich hat das Leben mit diesen Dingen, die ich mir ausgewählt habe, gar nichts zu tun, also das persönliche Leben. Ja, so ist das Leben. Und eben nie vergessen, wir haben nicht immer so viel Wahl. Je tiefer man im materiellen Leben steckt, desto weniger hat man eine Wahl offensichtlich. Und sieht die offenen Möglichkeiten des Universums gar nicht. So sollte man immer ein bisschen achtsam sein. Ah, ich habe mich für dies entschieden und für das und für diesen Haarschnitt, für diesen Bart. Aber wie viel Freiheit hat man wirklich in diesen Entscheidungen? Das ist manchmal ganz anders, wie es ausschaut. Oder wenn man sagt, ah, die können ja machen, was sie wollen und ich muss jetzt hier, weil ich Kinder habe und so weiter, das ist alles nicht so, wie es scheint.
Ja, und manche, wo man eben so sieht im Internet vielleicht, boah, die machen dies, die machen das, die fahren dahin, die fahren dahin. Die haben vielleicht auch nicht die Wahl. Die müssen vielleicht flüchten, müssen auf den Mount Everest, müssen auf diesen Berg klettern. Ja, immer so mal hinterfragen, was ist die Motivation dahinter? Hat man da eine Wahl? Manche, die laufen Marathon, Triathlon und die haben keine Wahl. Man bewundert die, dass die so lange durchhalten und was die alles können und wie viel Ausdauer und aber vielleicht haben sie keine Wahl. Ich muss das tun. Ich muss laufen, damit ich mich nicht mit mir beschäftige und so weiter. Ja, das ist eben das Schwierige mit diesem Thema Wahl haben, Entscheidungen treffen. Da steckt so viel dahinter. Ja, man kennt immer noch das Bild mit dem Eisberg. Oben über dem Wasserspiegel so eine kleine Spitze, das ist das Bewusstsein. Und das unterbewusste Karma ist viel riesiger. Ja, das war's mal wieder vom Zentrum für Yoga. Gerne bestellt auch mein Yoga-Magazin Padmasana. 12 Ausgaben gibt es. Rund um die Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Schaut auf meiner Website vorbei, www.kraftundenergie.com. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.